Moin Leute, dann melde ich mich mit dem 42. Teil Kameradschaft Werwolf. Ja, zu Hause verloren, neues Haus klar gemacht in Hafennähe. Berlin läuft unterirdisch, ich mag schon gar keinen Kontakt mehr haben zu Bohls. Ich bin nie jemand gewesen, der sich vor schwierigen Gesprächen gedrückt hat, sondern die habe ich schon ganz gerne gemacht, weil sie mir sonst schwer auf den Magen schlagen. Also wenn es unausgesprochen bleibt. Aber hier war es so, ich würde sagen, beratungsresistent. Ja? Also egal, was ich gesagt habe, ist irgendwie abgeprallt und irgendwann gibt man dann auf. Ich wusste aber auch noch nicht ganz genau, wie ich aus der Nummer rauskommen wollte, sollte. Kann man das Ding retten? Ich kann jetzt hier nochmal einen Tipp geben, auch an viele Selbstständige. Ich bin auch über 20 Jahre selbstständig immer mal wieder hochgekämpft. Und das ist so eine Sache, die ich gelernt habe, und das sagen wahrscheinlich viele Unternehmer auch, der erste Verlust ist der geringste. Also manchmal, wenn man an so einem sinkenden Schiff festhält und man versucht da noch die Löcher irgendwie zu stopfen und so weiter, dann verbrennt man mehr Geld, als wenn man den ersten, sag ich mal, größeren Verlust hinnimmt. Ich wollte mir das aber nicht eingestehen. Ich wollte mir das nicht eingestehen. Ist ja auch sowas wie eine Niederlage immer. Und damit lag der mir ja auch in den Ohren. Hatte mir dann ja auch immer schon wieder gesagt, ja, was ist mit den Kameraden in Berlin? Dann denken die, ich bin gescheitert. Die denken ja, alles mein Laden. Ja, Digga, ist nicht dein Laden. Und was die Leute denken, ist scheißegal. Wenn du das Ding nicht ordentlich führen kannst und nicht genug Kameraden dahin kriegst zum Sachen kaufen, dann sind auch wir gescheitert. Nicht nur du, sondern ich bin mitgescheitert, aber c'est la vie, ja, also weiter geht's. Ich kann nicht mein ganzes, ich kann nicht alles den Bach runtergehen lassen hiervon. Und ja, die Miete, Nebenkosten, eher drin, hat es halt aufgefressen, ja. Und da waren auch nicht die Reserven, dass ich einfach immer mich bedienen konnte. Ich habe mich dann noch besabbeln lassen, ja, ich komme noch mal nach Wismar, wir müssen da jetzt irgendwie sprechen. Ich habe das ja vorher erzählt, dass wir nur per E-Mail kommuniziert haben und so weiter. Und ja, wir brauchen dann irgendwie ein klärendes Gespräch. Habe ich gedacht, ja, mega, komm du zu mir, dann sprechen wir und dann geht die Reise hoffentlich zu Ende. Ja, so hatte ich mir das im Kopf schon so ein bisschen hingelegt und das ist bei einem Gespräch ganz klar. Ich mache mir dann schon über ein Gespräch sehr viel Gedanken und lege mir dann meine Gesprächsführung zurecht. Ja, die Argumentation, das gehe ich schon sehr genau durch. Aber das Gegenüber muss natürlich auch irgendwie einigermaßen mitspielen oder kommunikativ sein oder zu einem Kompromiss bereit sein. Hat sich dann auf den Weg gemacht zu mir. Wir haben uns dann auch bei mir an meinem Wohnhaus getroffen, unten, wo mein Versand drin war. Thoman da, noch jemand anderes da, und dann saßen wir wirklich zusammen und er hat dann auch aus seiner Sicht, und wäre ja mal ganz interessant, wie er die Situation so beurteilen würde, wie die damals gelaufen ist, das wäre sehr, sehr spannend, würde mich echt brennend interessieren. Ich kriege ja auch sehr, sehr viele Rückmeldungen aus Berlin, die genieße ich natürlich auch immer alle mit Vorsicht, aber es sind ähnliche Erfahrungen, sage ich es mal. Und kam natürlich sehr, sehr viele Vorwürfe. Ja, er hat nicht genug Thor Steiner Ware, alle wollen nur Thor Steiner, keine CDs, keine bedruckten T-Shirts oder Pullover, Hoodies und so weiter. Und ich sage, naja, das war von vornherein, war das halt so geplant, das ist die Ware, die ich habe. Ist klar, dass alle das heute übers Internet bestellen können, dass nicht Kameraden irgendwie 400 Kilometer fahren. Und er selber hatte sich ja auch überschätzt, dass alle Herrn Bohls kennenlernen wollen. Ja, das war dann einfach nicht so. Dafür war sein Stellenwert einfach nicht hoch genug und war vielleicht auch zu unbeliebt und nicht umtriebig genug. Ja, auf jeden Fall hatte ich mir eigentlich vorgenommen, okay, ihm auch so zu sagen, ja, haut ja irgendwie nicht so hin, ja, die Einnahmen decken kaum die Miete und den Wareneinsatz und dann musst du bezahlt werden und dann ist immer der Doc und der Germane und alle müssen bezahlt werden und ich sage, ob es nicht sinnvoller wäre, dass wir uns irgendwie auf die Musik konzentrieren, ja, dass wir da was machen, vielleicht eine neue Platte, irgendwas bei der Lunikov-Verschwörung und die DST-Platte ist ja auch kurz vor der Veröffentlichung, da kann man ja Geld mit verdienen und Grafiken, immer wieder versucht, ihn davon zu überzeugen.
Nein, diese Gespräche darüber, er wird das hochkriegen und wird mal gucken, ob er eine Förderung vom Amt kriegt, ja, weil er ja aus dem Hartz-IV-Bereich dann kam, ob er noch eine Förderung kriegt, wenn ich ihn dann anstelle oder Scheinselbstständigkeit und so weiter. Und ich habe da schon alles immer, ja. Ich habe gedacht, hoffentlich klappt da immer gar nichts von, jetzt nicht nochmal 6 Monate Miete jeden Monat irgendwie 1200 Euro reinbuttern. Ich habe auch ein Dokument gefunden, packe ich auch für die Kanalmitglieder und für die Paten rein, da habe ich ein Dokument gefunden, wo der Vermieter dann angefangen hat, mich zu verklagen, weil dann keine Miete mehr gezahlt worden ist bei der Übergabe. Ja, gut, kommen wir noch zu. Also, was ich da so alles gemacht habe, ich muss da selber über mich schmunzeln. Ich könnte mich jetzt echt ohrfeigen. Bitte übernimm das kein anderer auch, muss nicht sein. Ich weiß gar nicht, was da bei mir los ist. So viele schreiben, ja, das war doch, warum hast du das nicht beendet? Warum hast du den keinen auf die Fresse gehauen und so weiter? So war das nicht. Ich glaube, es war der Traum an der großen Sache und ich wollte, glaube ich, auch den Shitstorm damals nicht. Denn Rechtsextremisten können nicht nur einen Shitstorm gut bei anderen auslösen, sondern die machen auch sehr gerne Shitstorming untereinander, ja. Also sich gegenseitig diffamieren, angreifen, niedermachen, Gerüchte streuen und so weiter, ist sehr, sehr viel untereinander. Die bekannte Plattform links unten in die Media, ich glaube, die Hälfte, die da mitgelesen haben, waren Rechtsextremisten und die meisten Infos, die da irgendwie platziert worden sind, kamen aus rechtsextremen Kreisen, die dann dem Portal gesteckt worden sind. Nur mal so als kleiner Funfact nebenbei. Und ja, wir saßen dann da, kamen da gar nicht so drüber, viel immer wieder beschönigt und laber. Ich habe mich da noch einlullen lassen. Das ist, glaube ich, auch so das Problem gewesen. Ich war einfach müde, Energie. Ich hatte so viele Baustellen, die ich mir aufgehalst habe. Ja, ich glaube, da brannte ich schon damals so leicht von innen. Ja, Werwolf Club, das neue Zuhause, der Werwolf Shop. Berlin läuft nicht gut, Druck, alles zu finanzieren, die Leute zu finanzieren, neue Sachen an Land zu ziehen, Kommunikation mit dem Ausland, T-Shirt-Designs zu produzieren, drucken, also all möglicher Kram. Und ich konnte so schlecht wegdelegieren, ja, weil auch viele, die um mich herum waren, wenn ich was wegdelegiert habe, dann wurde das so gemacht, dass ich gesagt habe, scheiße, dann mache ich lieber selber. Und er hat natürlich auch mit dem Gehaltsgefüge zu tun, das ich gezahlt habe und natürlich mit der kognitiven Fähigkeiten meiner Umgebung teilweise, weil die was drauf hatten, die waren dann in anderen Jobs und da konnte man so im Rechtsextremismus und den Löhnen natürlich nicht mithalten. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ja, also die Sprünge waren gar nicht möglich mit den Verdienstmöglichkeiten. Ja, was wir dann natürlich auch noch gemacht haben, und da kommen wir wieder zu dem allseits bekannten Gepose, wo drin ich dann auch sehr gut war, sind wir dann noch mit Bowles losgegangen, weil er dann gefragt hatte, er hatte mich dann gefragt, so ja, er würde ja eine Waffe suchen und so weiter für Berlin und wenn er dann mit dem Laden Ärger hat und so weiter und die Leute ihn vielleicht zu Hause aufsuchen wollen würden, seine Familie zu beschützen und so weiter und dann sagte ich so, ja, Digga, also ihr habt euch schon als Vandalen und irgendwie als Club so präsentiert, als wenn ihr in Berlin deutschlandweit die größte Nummer wärt. Und ich sage mal so, und ihr kommt dann keine Waffen ran. Das soll jetzt nicht so arrogant klingen, oder weil es ist leider ja noch relativ einfach, in Deutschland an Waffen zu kommen. Und die haben sich halt so dargestellt, als wenn sie die größte Nummer überhaupt wären. Und dann sagte ich so, ja, aber du kannst doch in Berlin mit Sicherheit eine Waffe besorgen. Wieso fragst du mich jetzt nach einer Waffe? Und da hatte ich so gar keinen Bock drauf. Ich hatte ihm selber dann mal bei dem Besuch, hatte ich ihm meine Pumpgun gezeigt und ein abgesägtes Schrotgewehr, ein zweiläufiges abgesägtes Schrotgewehr, haben dann mit auch da mal geschossen und so weiter, habe ihm dann noch andere so Dinge gezeigt, die ich dann so hatte. Und das hat halt viel mit dem Gepose zu tun. Hier akzeptieren mich auch, wir hier in Mecklenburg sind auch ganz hart und wir sind hier nicht nur die Dorfknallis, ja, sondern will man Berlin auch beeindrucken. Absoluter Blödsinn, völlig dumm und ja, weiß ich gar nicht, was mir da durch den Kopf ging. Natürlich hat der dann gleich gewittert und hat gesagt so, ja, oh, besorg mir auch mal eine Waffe. Und da habe ich mir so gedacht, so, oh, so wie die Situation so gerade zwischen uns ist, weiß ich nicht. Und da war natürlich auch ein Fehler von mir in den Situationen. Ich bin ein sehr guter Neinsager. Also wenn ich was gefragt werde und ich will was nicht, dann sage ich nein, will ich nicht und mache ich nicht. Zu dem Zeitpunkt habe ich dann noch so strategisch gedacht und habe dann immer gesagt, ja, mal gucken, ich versuche es und so weiter. Und das versteht das Gegenüber oft, Sender- und Empfängerproblem, versteht das Gegenüber oft so als, ah, alles klar, das wird klappen. Wenn du sagst, ja, ich guck mal und klapp vielleicht, dass das eine feste Zusage ist.
Und dann lag er mir in den Ohren, Bowls, und hat dann gesagt, so, ja, ich habe ja auch in einer Woche Geburtstag, da kannst du mir ja die zweiläufige Knarre schenken. Ich so, Digga. Also erstmal weiß ich gar nicht, ob ich Bock auf seinen Geburtstag, ob ich da hin will. Und ja, wird eine Riesenparty, geil, kommen alle möglichen Leute, halb Neonazi, Subkultur, Musik, Deutschland wird meinen Geburtstag irgendwie feiern und so weiter. Ja, in dem und dem Club oder in dem und dem Clubhaus wird dann gefeiert bei den Vandalen. Und ich so, ja, auch wieder mal gucken. Ja, hört sich ja ganz gut an, aber mal gucken. Und dann selber zu fordern, ja, hier, schenk mir mal dieses Gewehr oder so, finde ich dann auch schon so, fand ich damals schon kackendreist, wo ich mir gesagt habe, so, ah, nee, weiß ich nicht. Dann hatte ich wirklich überlegt, ihm dieses Ding zu schenken, dann nach Berlin zu fahren und ihm diese Waffe zu schenken. Das muss man sich auch aus heutiger Sicht mal zu Gemüte führen, dass es genau diese Dinge gibt, über die man überhaupt nicht reflektiert hat, überhaupt nicht nachgedacht hat, sondern dass ich gedacht habe, ja, ein gutes Geburtstagsgeschenk für einen Kameraden, mit dem du dich gar nicht so gut verstehst, wo es schon nach Ärger riecht, ein abgesägtes Schrotgewehr. Muss ich über mich selber heute, da muss Gehirn völlig weg gewesen sein. Gott sei Dank hat Thomann mir damals gesagt und hat gesagt, Digga, schenk dem das nicht. Ich so, ja, weiß ich auch nicht. Aber der fordert immer so, der fordert so. Und ich will mir das ja warm halten, du weißt, wegen anderen Projekten, er sagt so, du siehst so auch, dass alles scheiße irgendwie läuft und so weiter. Und ich so, ja, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie ich aus der Nummer rauskomme. Ich habe auch nur gesagt, vielleicht, ja, sag einfach, musst du versteckt werden, verschieb und dann schläft das so ein und so weiter. Ich so, ja, okay, hast recht. Er hat gesagt, das riecht nach Ärger, wenn du dem eine Knarre schenkst. Das ist mir auch schon ganz vielen Leuten passiert, auch in der Kriminalität und auch bei Extremisten, wenn man dann intern Waffen verschenkt oder verkauft, dann wundert man sich auf einmal, dass man irgendwie ein halbes Jahr später an seine eigene Waffe guckt. Haben ganz viele durch, können wieder einige Hashtag kenne ich drunter machen, ja. Wenn man dann Waffen an sogenannte Freunde, Kameraden und Brüder und so verkauft und auf einmal wird die gegen einen gerichtet. Ist ein Phänomen, das habe ich sehr, sehr oft erlebt in meinem Leben. Nichts bei rausgekommen, nichts bei rumgekommen, blöde Scheiße fährt los. Ich muss dann irgendwie nach Berlin, habe ich keinen Bock drauf. Ich wurde dann auch immer schlechter erreichbar. Den Vorwurf kann man mir wirklich machen. Ich wurde schlechter erreichbar. Ich habe ein, zwei Tage gebraucht, eine SMS zu beantworten und so weiter und Geburtstag. Und ich sage, nein, ich habe irgendwie, wo schlafe ich? Schlafe ich wieder in dieser Wohnung ohne Decke und so weiter? Und er dann wirklich, ja, und denk dran, so per Geheimwort, denk dran an den Stift mit den zwei Murmeln oder so. Wo ich mir dann auch immer dachte, ja, danke für die Hausdurchsuchung so, ja, wenn sich so zwei Extremisten, der eine wahrscheinlich in Berlin unter Überwachung, ich in Mecklenburg-Vorpommern unter Überwachung vom Verfassungsschutz und dann schreibt er mir, denk an den Stift mit ein paar Murmeln dazu oder so. Oh, wo ich dann gedacht habe, so Mann, Alter, da hätte ich einfach nur mein Handy einfach nur durchbrechen können oder im Gin Tonic versenken können, weil ich einfach schon keinen Bock mehr drauf hatte. Ja, wo ich dann wusste, okay. Ich bin dann auch nicht zu dem Geburtstag hingefahren, was ein Riesendrama gab, ja. War auch nicht das Drama, dass ich nicht da war, sondern dass es nicht um meine Person ging, sondern wo war sein Geschenk? Er hätte dann wahrscheinlich schon wieder irgendwo intern rumgepostet, ja, hier Waffen besorgen ist überhaupt kein Problem, er hat eine Quelle, ich weiß es nicht. Das ist jetzt auch alles, wie ich mir das denke, aber es ging nicht um mich, sondern es ging darum, wo ist mein Geschenk? Und dann wurde es langsam so richtig fröstelig zwischen uns, ja. Ja, immer wieder dann so Ermahnungen seinerseits, ja, denk dran, das Tor nach Berlin habe ich dir aufgemacht und so weiter. Und ich sage so, ja, Berlin läuft bis jetzt auch echt nicht so top, so prall, ja. Klar verkaufen wir eine Menge T-Shirts von der Lunikow-Sache, aber bezahle ich auch teuer die Tantiemen und deckt so gar nichts noch ab. Und das ist dann natürlich, wenn jemand so in deinem Laden so drinsteht und ich selber keine weiteren Beziehungen in Berlin hatte, zumindest nicht mit irgendjemandem, der den Laden hätte übernehmen können. Also es wäre jetzt nicht so einfach gewesen, ich fahre da hin und sage, oh Mensch, Bolz, da hat der Maurer ein Loch gelassen, da kannst du rausgehen und ich setze da einfach jemand anderes rein und das läuft irgendwie. Hatte ich auch keinen Bock drauf. Ich war zu weit weg, hatte zu wenig Einblicke da und konnte mich einfach auch nicht drauf konzentrieren. Jetzt habe ich einen neuen Move gemacht. Es wird immer besser, aber wir sind ja hier für Real Talk.
Ganz kurz in eigener Sache, wenn ihr uns unterstützen möchtet, mein Buch ist draußen, Hass macht Gewalt, Spiegel Bestseller. Die Marke hinter dem Produkt, King unter den Kongs, checkt das mal aus. Unter dem Video sind ganz viele Links, wie ihr uns supporten könnt in unserer Arbeit, Deradikalisierung, Antigewaltarbeit im Internet und oder an Schulen. Also, ganz viele Möglichkeiten, Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert, all das hilft. Vielen lieben Dank und Ahoi, Video geht weiter. Wenn ich das schon erzähle, wird mir ganz anders. Ich habe ja dann den Werwolf-Shop und den Parzival-Shop in Berlin zusammen mit dem Ingo von V7 betrieben. Er auch schwer begeistert mit den Umsätzen, aber sein Versand lief halt, ich würde mal sagen, das 5- oder 6-fache von meinem. Hat mit Sicherheit auch mal knapp an der Millionengrenze Umsatz gekratzt oder zumindest 500.000 bis 1 Million Umsatz mit Rechtsrock-CDs und T-Shirts, ist aber eine geschätzte Zahl. So von den Dingen, die ich gesehen habe, die er mir abgenommen hatte. Und für den war jetzt so ein Verlust auch unschön, aber jetzt nicht existenzgefährdend. Gesagt, ja, dann muss so ein Ding halt anlaufen. Dann ist es dazu gekommen, jetzt kommt jemand ins Spiel, der auch schon in der Serie Das Business mit dem Hass eine Rolle gespielt hat. Und zwar geht es dann wieder um die Blatten-Anna-Bewegung in Niedersachsen. Und der da mal eine ziemliche Nummer war, der Konzerte organisiert hat, wo ich mal eigentlich von ihm Hilfe erwartet hatte, wo mich Combat 18 Deutschland erpressen sollte. Also die Serien angucken und dann habt ihr ein paar Hintergrundinfos. Ich kann das hier nicht alles wieder nochmal kurz erzählen. Der ist auf uns zugekommen und hat gesagt, er hat keinen Bock mehr irgendwie auf seinen Job. Ich glaube, er war Maler und Lackierer oder so. Und ist auf den Ingo zugekommen und hat gesagt, ob er nicht einen Laden ausstatten wollen würde in Tostedt. Tostedt ist bei Hamburg in der Nähe von, ja, was ist da so in der Nähe? Buxtehude, was weiß ich so, was ist da in der Nähe? Tostedt im Niedersachsen nix. Und er würde da gerne einen Laden aufmachen, den er nebenbei betreiben würde, dass er weniger arbeiten kann. Er würde sich da selber reinstellen und würde dann immer nur bezahlt werden, wenn auch was verkauft wird. Irgendwie auf 450-Euro-Basis würde das Ding aufmachen, dann von 14 bis 18 Uhr oder so und am Wochenende von 10 bis 16 Uhr oder so. Er hätte da auch schon Räumlichkeiten, die könnte er billig kriegen, ob wir nicht Bock hätten, den Laden auszustatten. Also erstmal der Ingo gefragt. Ingo dann auf mich zugekommen, bist du dabei, so einen Laden auszustatten? Jetzt könnt ihr meine Antwort erraten und ich habe gesagt, ja Mensch, gute Idee. Ja Mensch, gute Idee. Das ist das, dass ich dann gedacht habe, okay, mit dem Werwolf-Shop und mit dem Tostedt stopfen wir das Loch von Berlin und irgendwann kriegen wir alle drei gut zu laufen und irgendwann haben wir überall kleine stationäre Rechtsrock-Läden und bauen einen Rechtsrock-Shop Imperium auf. Ja. Klingt heute schon, wenn ich darüber nachdenke, schon sehr merkwürdig und zum Scheitern verurteilt. Also, was habe ich gemacht? Ich bin in das Geschäft mit eingestiegen. Ich nenne ihn mal nur den Herrn aus Tostedt. Ich habe auch Gerüchte gehört, dass der auch raus sein soll. Weiß ich nicht, kann mich gerne jemand anschreiben bei Instagram oder so. War schon eine respektierte Person, war auch verurteilt, glaube ich, wegen versuchten Totschlags oder irgendwie sowas. Also auch übelster Gewalttäter, aber als Person eigentlich eine sehr, sehr nette Person. Ich weiß, das klingt immer komisch, wenn ich das so erzähle, aber auch das Böse kann sympathisch und charmant sein. Ja, und ich glaube nicht an den generellen bösen Menschen. Und der war mir halt auch sympathisch. Haben wir ein Treffen gehabt, irgendwie in Grevesmühlen bei V7, der dann auch dann erzählt hat, wie es ablaufen soll. Ja, wir statten den Laden wieder aus mit diesen Military-Sachen, T-Shirts, CDs, alles Mögliche. Der war gut vernetzt, war sehr, sehr anerkannt in der Szene, weil viele Konzerte organisiert, war in Europa unterwegs durch das Netzwerk, in dem er drin war. Ist dann auch, nachdem Blattnander verboten worden ist, auch aktiv da geblieben. Aber sehr, sehr auch auf die Musikszene konzentriert, war auch sehr medial. Wenn man das irgendwie eingibt bei Google, findet man da, glaube ich, auch ein paar Informationen so zu. Und dann ging das wirklich so los. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie der Laden dann auch losging, Pakete gepackt, dann auch riesige Umzugskartons irgendwie hingeschickt mit Ware aus unseren Lagern.
Und zu dem Zeitpunkt hat der Ingo auch sehr viel Geld verdient, auch mit seinem Versand, und hatte sich einen Porsche Boxster gekauft. Ja, ist dann schon mal verpönt, überhaupt dicke Autos zu fahren oder so. Der Boxster ist jetzt nicht das Beeindruckste. Hat er sich auch gebraucht gekauft. Irgendwie, meine ich, für 30.000 Euro gebraucht gekauft. Da ist die Szene schon völlig drauf abgegangen, dass er sich einen Porsche gekauft hat, was ich dann auch schon sehr merkwürdig fand, irgendwie für so ein Auto für 30.000 Euro irgendwie durchs Dorf gepeitscht zu werden. Dann sind wir, bevor der Laden eröffnet hat, sind wir mit dem Porsche noch nach der Toschi gefahren, sind mit dem Porsche irgendwie liegen geblieben auf der Autobahn. Ich erinnere mich noch, dass ich so mir einen gefeixt habe, und das fand er gar nicht so gut. Und mussten dann mit dem Mietwagen weiter noch nach Tostedt, und der Laden wurde dann natürlich auch unter Protest von Antifa, Veröffentlichung, Zeitung und so weiter eröffnet, und hat dann unter dem Firmennamen Streetwear Tostedt formiert. Das heißt, wir hatten gleichzeitig den Werwolf-Shop in Wismar, Parzival in Berlin und Streetwear Tostedt. Wachstum um jeden Preis, sind schon viele Unternehmen dann gescheitert. Der Herr aus Tostedt war dann schon motiviert, hat das Kaufmännische hinbekommen, konnte abrechnen, jeden Tag Kasse gemacht, selber Inventurlisten geführt und so weiter, wo ich dann mal gedacht habe, hey, okay, damit können wir leben. Natürlich ist das dann so, dass die Vorstellungen, die alle mal haben, die Umsätze, die dann da kommen, das reicht vorne und hinten nicht. Aber der Laden hat sich getragen, sagen wir es mal so. Und der Vorteil war in solchen Läden, da kann man halt auch Klimbim wegdrücken. Ja? Bevor die CDs bei mir im Lager rumliegen und kosten nur Platz und bringen keinen Umsatz, dann hat man die da für 5 Euro hingestellt, und dann haben halt Kameraden da 10 CDs für 50 Euro mitgenommen, und da hat sich Hauptsache Umsatz generiert. Das war schon alles in Ordnung so, wenn man davon viel rumliegen hatte. Ja, das heißt, Situation ist so, die drei Läden sind auf, Kameradschaft Werwolf läuft, ich muss mich um meinen Versandhandel kümmern. Ich habe Berlin an der Backe, bin an CD-Produktion dran, und ja, Privatleben läuft sozusagen gen Null. Alles Aufopferungen hier für dieses Business. Ja, das wird schon immer dann gehatet, wenn man Business sagt. Alle anderen, die ich kenne, verstehe ich nicht, wie die selber dann immer sagen, sie machen kein Business. Und Werwolfhöhle, also Wolfshöhle, läuft an, Mietvertrag unterschrieben. Die Kameraden mussten dann auch sozusagen ihre damaligen Wohnungen kündigen, so dass wir so einen Umzug bereit machen konnten. Wir mussten das geplante Bordell dann ein bisschen anders machen. Unten war schon alles schwarz gestrichen. Ich weiß auch nicht, wer auf die Idee kommt, ein Bordell komplett schwarz zu streichen. Wir haben es schwarz gestrichen. Ich glaube, darunter war das so ein Seidenmattrot. Nee, wir haben es schwarz gestrichen. Wir haben es schwarz gestrichen, genau. Und immer wenn die schwarze Farbe mal abgeblättert ist oder sonst was, dann kam immer dieses Seidenrot matt raus. Und genau so war das. Ja, eingezogen das Haus. Es ging sehr, sehr schnell rum, dass wir da drin waren. Wir haben die Fenster wieder verbarrikadiert mit Plexiglasscheiben unten, die Türen ein bisschen gesichert. Wir haben draußen hatten wir so eine Art Kneipenschild, ja, so ein Briefkasten im Aufschreib, wo dann normalerweise die Essenskarte und Getränkekarte reinkommt. Und da haben wir dann auch reingeschrieben, Wolfshöhle. Ich meine, der Text war drin, der war auch irgendwann mal in der Zeitung, der Text war drin. Ja, Öffnungszeiten von dann bis dann. Alle nationalgesinnten, jungen und älteren Kameraden sind recht herzlich eingeladen, bei uns mit uns in der Wolfshöhle einzufeiern. Plus eine Telefonnummer, die sie anrufen konnten oder einfach klopfen. Wurde gleich abfotografiert, Zeitung und so weiter. Nationales Wohnprojekt mitten in Wismar, Hafennähe und so weiter, Stadt geschockt und so weiter, irgendwie so Zeitungsbericht gab es dann da. Das lief, da habe ich mich jetzt auch nicht so überengagiert. Mein Gedanke war auch dazu, okay, da wäre genug Platz, eigentlich den Versandhandel endlich bei mir aus dem Haus rauszukriegen. Denn ich war schwer gestresst. Zu diesem Zeitpunkt, wir sind jetzt irgendwie im Jahr 2006 oder so, 2006, war ich schon sehr, sehr gestresst durch die vielen Hausdurchsuchungen, der viele Druck der Polizei. Und ich wollte gerne den Versandhandel raushaben. Ich war dann der Meinung, wenn mein Versandhandel woanders gemeldet ist, dass ich zu Hause keine Hausdurchsuchung kriegen würde. Ja, papalapap, völlig falsch gedacht. Natürlich durchsuchen sie dann da, wo die Firma ist und wo ich auch wohne. Aber ich wollte gerne den Versandhandel raushaben.
Das war dann geplant, es wurde dann renoviert, saniert und so weiter. Erstmal blieb aber alles beim Alten. Was jetzt weitergehen sollte, war auf jeden Fall, ich habe gemerkt, okay, ich muss jetzt hier irgendwie in die Gänge kommen mit Berlin und mit der Lunikow-Sache. Ich hatte ihm das halt dann halt vorgeschlagen, zu sagen, okay, pass auf, wir haben da noch eine Idee. Per Brief und Telefon haben wir dann ja kommuniziert, dass ich mit Lunikow gesprochen habe und habe ihm dann gesagt, wir haben da noch so eine andere Art Geschäftsidee für dich. Vielleicht hast du da ja Interesse. Und er sagte, ja, wenn das mit der Band nichts zu tun hat und nicht für T-Shirts irgendwie von der alten Band Lanzer, dann könnt ihr das auch mit mir direkt machen. Ich sage, ja, am besten wäre es, der Vorschlag kommt von mir und Ingo. Ingo ist der Betreiber von V7 und wir würden dir das gerne persönlich vorschlagen. Hat er gesagt, okay, ich mache für euch einen Knasttermin. Und ich sagte dann so, ja, da muss dann aber auch nicht, hier Bohls muss dann auch nicht dabei sein, wenn du sagst, dass das mit ihm nichts zu tun hat. Damals habe ich das nicht gesehen. Könnte man heute natürlich so rangehen, dass man sagt, okay, da hast du Bohls übergangen. Weiß ich nicht, würden mich eure Kommentare dazu interessieren. Ich aus meiner Denke war, er hatte gesagt, er ist der Mann von Lunikow draußen. Und wenn Lunikow dann sagt, nee, bei der Sache ist er nicht mein Mann, du kannst das direkt mit mir machen, fühlte ich mich berechtigt, das direkt mit ihm zu machen. Weiß ich nicht, so vom Gefühl her. Also ohne diesen Gangstermist hier, ich habe dir den vorgestellt und es ist mein Mann. Dann kam der Knasttermin irgendwann und ich bin mit Ingo dort hingefahren und wir wollten dem Lunikow eine Geschäftsidee vorschlagen. Und zwar hatten wir gedacht, es war zu dem Zeitpunkt, Thor Steiner Logo wurde damals verboten, dann doch wieder freigeben, ich weiß es gar nicht, das alte Logo, darf man das wieder zeigen, interessiere ich mich für die Marke so mal 0,0. Und das Logo wurde verboten, es wurde dann bekannt irgendwie, dass auch Thor Steiner irgendwie verkauft werden sollte an einen arabischen Großinvestor, ja, dass der Firmensitz dann nach Dubai gelegt werden sollte und so weiter, ist glaube ich heute noch im Impressum drin. Und dass wir gedacht haben, okay, müssten wir jetzt, wenn wir die drei Läden haben, müssten wir jetzt eigentlich auch so eine Art Thor Steiner Marke aus dem Boden stampfen. Und da haben wir gedacht, ja, okay, Ingo und ich hatten dann sowieso schon ab und zu Gegenwind, dass es hieß, ja, die machen viel zu viel Business, das sind Kapitalisten, denen geht es gar nicht mehr um die große Sache und so weiter. Ja, dass wir dann so eine Vorwürfe im Raum hatten. Da hatten wir gedacht, okay, wir müssten jemanden mit an Bord holen und das haben wir an den Lunikow gedacht, den holen wir doch mal mit an Bord, dann wird man als Marke nicht so angreifbar, wenn er sozusagen das Aushängeschild dieser Marke ist. Und dann sind wir in den Knast gegangen, haben ihn begrüßt, Smalltalk, wie gesagt, ich habe ihn ja schon als Person ein bisschen beschrieben und habe ihm dann die Situation, das erklärt, dass wir sagen, wir würden gerne ein neues Thor Steiner machen, was aber wirklich nur absolut angesiedelt ist im Bereich des Rechtsrock, für Rechtsextremisten, für Neonazis, vielleicht noch so rechte Hooligans und so weiter, Fußball ein bisschen mitnehmen. Aber ganz klar politisch positioniert, nicht bunte T-Shirt-Drucke, sondern Hosen, Jacken und so weiter, ganz so im Stile von Thor Steiner abgekupfert, nur auf mega rechts. Und da saß er so und sagte so, ja, finde er gute Idee und so weiter, aber und dass wir gesagt haben, ja, wir würden ihn gerne mit an Bord nehmen und dann sagte er so, ja, hat er die finanziellen Mittel nicht für. Und da waren Ingo und ich vor uns schon klar und haben gesagt, naja, wir wollen uns das vorstellen, dass du den kreativen Teil übernimmst, das Außenbild der Marke wirst und dafür würden wir die Firma zu dritt besitzen, zu gleichen Anteilen. Da war er schon sehr begeistert drüber. Da war er schon sehr begeistert drüber und hatte dann auch gesagt, dass er da richtig, richtig Bock drauf hätte und er würde sich auch einen Namen überlegen und so weiter. Er hat da ganz viele Ideen im Kopf und war richtig euphorisch. Wir auch und haben gesagt, ja, wir würden da erstmal mit einer Kollektion starten, würden das dann im Ausland auch produzieren. Doppelmoral von Rechtsextremisten, ja, suchen wir uns ein schön preiswertes Land, Bangladesch, Indien, irgendwie sowas, wo das dann produziert wird unter schlimmsten Bedingungen und dann Made in Germany raufschreiben draußen. Ja, und so ging die Fahrt da wirklich los. Es wurde sehr, sehr schnell ein Name gefunden und wir waren uns dann sehr einig, das Ding groß zu machen. Es gab sehr starke Befindlichkeiten, nachdem das rausgekommen ist,
dass ich bei Lunikov war ohne Bowls, dass jetzt der Graben wirklich aufgebrochen ist. Es gab sehr starke Befindlichkeiten, übelste Telefonate, Lunikov stand dazwischen, Ingo, die Läden liefen scheiße, es stand neuer Ärger im Haus. Ich habe mir ein so schnelles Leben zugelegt, dass ich gar nicht mehr wusste, was ich denn machen sollte. Und das sollte ja alles auch in einem relativ großen Debakel enden. Aber was und wie das weiterging alles, Leute, das erzähle ich euch im nächsten Teil. Ich verbleibe wie immer mit einem Ahoi von der Küste.